Servus, wir kommen zurück zu WOT Replays. Ich bin Goyle, die Replay Challenge Kalender Woche 52 ist im Gange. Wir sind unterwegs mit Lord Sminka, PL, vom Clan Ode Mortis, wenn ich das richtig sehe, im FV4005. Also Top-Spieler im Top-Clan, mit einer Top-Kanone, einem Kack-Panzer, wenn ich das mal so sagen darf. Wir haben eine richtig geile Kanone, 183 mm, 230 Durchschlag bei 1750 Schaden auf Hash. Auf panzerbrechenden Munition 310 Durchschlag bei 1150 Schaden und mit normaler Sprenggranate 92 Durchschlag bei 1750 Schaden. Die Aufstellung so ist relativ normal. Das Maximale, was man hier mit normaler Munition mitnehmen sollte, sind 5x AP und der Rest bitte immer Hash. Damit geht am meisten. Reines Tiernergefecht. Wir sind auf Live Oaks unterwegs und bin gespannt, wie sich der liebe Lord hier gleich anstellen wird. Wie gesagt, die Kiste kann ordentlich austeilen. Ist allerdings groß wie ein Haus. Und auch genauso schlecht getarnt. Der Gegner wagt sich da bereits sehr weit nach vorn. Vielen Dank dafür. Dann machen wir ein bisschen größer. So. Nachladezeit ungehörig lang. Über 20 Sekunden. Den müsste mal jemand aufmachen. Objekt 260. Er scheint nicht zu wissen, dass das extrem gefährlich ist. Hoppla, die Waldfee. Na, das ist nicht gut. Wenn wir da aufgehen, ist gar nicht gut. Kein Gegnerteam oder kein Team mit Artillerie ausgestattet. Da müsste mal jemand drauf schießen, bitte. Das wird sonst hier tierisch in die Hose gehen. Wahnsinn, wie beweglich das Objekt 260 ist. Das kann mächtig wehtun. Ah, da scheint jemand unbedingt unser Korn fressen zu wollen. 1511 Schaden, so rum. Wird ein Schuh draus. Kill Nummer 1. Vorsicht von links. Knallhart ausgewichen. Und direkt ein eingeschenkt bekommen vom TVP T5051. Gib ihm. Gute Nacht. 1212 Schaden. Kill Nummer 2. So kann es weitergehen. Wir sind bei 2723 Schaden. Schon mal richtig geil gemacht. Das Haus da würde ich mir auf jeden Fall in guter Erinnerung behalten. Vielleicht ist der TVP so blöd und fährt auf den Gleisen weiter nach vorn. Da können wir ihm direkt noch einen Schmatzer aufdrücken. Na, noch ein Stück müsstest du. Keine Lights macht es noch ein bisschen leichter für dich, weil du nicht ganz so schnell aufgehst. Es sei denn, so ein Objekt 260 fährt einfach nach vorn. Stadt scheint in unserer Hand zu sein, denn schwere Panzer befinden sich alle hinten an den Gleisen entlang. Irgendwo ist der Arm X50B eher ein weiches Ziel, das heißt, da bist du mit Hash sowieso besser dran. Jagdpanzer E100. Ah, bleib, 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 schön stehen bleiben. Ja, mehr gibt's da nicht. 321 Schaden. Der ist eben frontal so gut gepanzert, dass man mit Hech nicht durchschlägt. Deswegen gibt es nur den Sprengschaden. Soll aber nicht weiter tragisch sein. Denn wir sind dabei nicht aufgegangen. Was haben wir denn an schweren Kanonen sonst noch da drüben? Richtig schwere Kanonen gibt es eigentlich nur noch Type 5 schwer. Zweimal. Und die sind beide nicht in der Stadt, wenn ich das richtig sehe. Keine Ahnung, wo die sich aufhalten. Das ist der Jagdpanzer E100 nochmal. Da fahren wir raus. Da zielen wir ein. Ja, Einzielzeit ebenfalls extrem lange. Das sind halt 183 mm. Durch die Seite kommen wir auch nicht durch. Aber es ist ein bisschen weniger gepanzert. Deswegen 740 Schaden. Sehr fein. Wir sind bei 3784 Schaden, die wir ausgeteilt haben. Und ein bisschen Aufklärungsschaden. Denn wir haben die Kette mit zerstört. Wo ist der AMX50B? Keine Ahnung. Ob das laut oder nicht, die Standardmunition mit 310 Durchschlag reicht oftmals nicht. Noch dazu fliegt die einfach mal extrem langsam. Also lieber mit Hech ein bisschen Schaden machen, beziehungsweise wenn er durchkommt, richtig. Und die Standardmunition habe ich selber schon erlebt am eigenen Panzer, prallt auch mal ab. Ne? Ja, wer den fährt, der darf nicht auf großartige Blutrunden warten.
Die wird es nicht geben oder wird es ganz selten geben. Die meisten fahrt ihr im Minus, weil mit der Munition einfach mal am besten fahrt, was die Leistung angeht. Und man fährt die 10er ganz einfach nicht, um Geld zu machen. Ausnahme sind die Lights. So. Der hat One-Shot. Ah! Schweinerei. Nimmt uns jemand den Kill weg? 7-4 sieht schlecht aus für den Gegner. Der liebe Lord fährt die Kiste übrigens mit Ration. Das bedeutet Verbesserungen bei der Crew um 10%. Das heißt, wir zielen schneller ein, wir laden schneller nach, wir tarnen besser und wir schauen weiter. Und wir reparieren natürlich auch schneller. Alles im 10% Bereich. Wäre jetzt hier eine Möglichkeit gewesen, hinten auf A0 zu fahren, ist die Frage, ob du dann noch vonnöten bist. Wunderbar, 1548 aus. Da bist du auf jeden Fall durchgekommen. Sehr schön. 5332 Schaden. Wir bleiben immer noch bei 2 Kills. Das Spiel ist noch lange nicht entschieden, auch wenn wir die hier eingekesselt haben. Haben die noch genügend Feuerkraft, um das Ganze rumzudrehen? Zumal einer unserer Type 5 Schwerter hinten auf die Idee gekommen ist, um den Captain zu gehen. Es gibt bessere Ideen. Ja, komm. Ab an die Hauptfront. Hier rauszufahren ist jetzt Selbstmord. 863 HP haben wir noch übrig. Und da unten stehen mindestens 2 Kanonen, die du da genau das abziehen können mit einem Schuss. Jawohl, gib ihm. Jawohl, sehr schön. Superkonfiguratoren gibt dir noch eine knapp 400 Strukturpunkte schwere Schelle. Kriegt dann aber schon den nächsten eingeschenkt. Steht 10-7. Denk mal, dass sich gleich der eine Type und der Super Conqueror verabschieden wird. Okay. Oh, Ladiwald für 1749 Schaden. Jawohl, Super Conqueror verabschiedet sich, nachdem er dir trotzdem noch eine gedrückt hat. Wir sind bei 8081 Schaden. 1040 Schaden aufgeklärt. Richtig geile Runde. Man kann die übrigens auch aktiv fahren, so wie man das gerade eben sieht. Man muss hier nicht unbedingt defensiv damit rumgurken. Und tschüss. Also Akku, so kann man die Kiste übrigens auffahren. Man muss sich in die dritte Reihe stellen und von der roten Linie aus snipern. Ja, sehr schön. 15-8, geiler Sieg. Schauen wir uns mal an, was die Auswertung dazu sagt. Wie immer gibt es vorher ein kleines Fotochen. So sieht's aus. Also an dem Ding ist wirklich nur die Kanone geil. Der Rest, ein Wellblechpanzer. Da kommst du mit allem durch, was größer ist als ein Schneeball. Macht, glaube ich, ja, eher weniger Spaß. Und wir haben die dritte Gunmark drauf bekommen. Ja, herzlichen Glückwunsch. Außerdem mein M, das sollte auf jeden Fall drin sein. Ein High-Kaliber und ein bisschen Gedöns und Gezuppel. Wir haben 20 von diesen hübschen Anleihen bekommen. Herzlichen Glückwunsch. 1296 Basis-XP reichen hier, um dem mein M zu verpassen. Da gibt es Panzer, die wollen ein bisschen mehr. Aber auf Stufe 10... ist das, glaube ich, eher die Ausnahme. So, 10 Schüsse abgefeuert, 8 haben getroffen, 5 durchschlagen. Wir haben mit 5 Durchschlagstreffern, also mit 8 Treffern, davon nur 5 Durchschlagstreffer, insgesamt über 8000 Schaden gemacht. Davon über 300 Meter, 2572 Schaden. Sind kaum 2 Kilometer gefahren und sind natürlich im Minus gelandet, das war aber klar. Spezielle Auszahlungen waren noch mit dabei. 80.000 gehen für Munition drauf, 19.000 zum Reparieren und 20.000 für Konsumgüter. Sehr feine Runde. Wenn es euch gefallen hat, Leute, ihr wisst Bescheid. Draufklicken, Like da lassen, Abo für meinen Kanal natürlich. Ich würde mich darüber freuen. Ich hoffe, wir sehen uns sehr bald wieder und ich bleibe bis dahin natürlich für immer eure Keule. Macht's gut und ciao.